Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In der letzten Folge haben wir den Kids geholfen, den Krötenkönig zu beseitigen und haben dafür eine Nagelkeule geschenkt bekommen, die mehr schlecht ist als recht ist. Aber die Fähigkeit, die Störung, die ist top und deswegen muss ich die Keule erstmal meistern. Doch zuvor haben wir ein kleines Minispiel zu machen. Viel Spaß! Genauso stark wie du. Hey, Cloud! Du kommst gerade richtig! Wir spielen nämlich Kistenkrieg! Wer die meisten Kisten zerstören kann, wird zum Helden unseres Geheimverstecks gekürt. Eigentlich dürfen ja nur Kinder mitspielen. Aber dich lassen wir ausnahmsweise mitmachen. Oh. Mindestzahl 1000 Elixier, 2000 Mondsichel-Talisman. Ne, 10.000, 20.000, 30.000, ein magisches Zahnrad und der Trostpreis ist eine Mokri-Medaille. Ja, okay. Ich will den Trostpreis. Zerstöre innerhalb der Zeit, des Zeitlimits so viele Kisten wie möglich. Für jede zerstörte Kiste gibt es Punkte. Übertreffe die Zielpunktzahl für einen erfolgreichen Abschluss. Unterschiedliche Arten von Kisten haben unterschiedliche Festigkeiten. Effekte und bring unterschiedliche Punktzahl. Wähle deine Kiste weise aus und jage die Höchstpunktzahl. Okay. Zerstör einfach alles. Ja. Gib ihm! Naja, keine Chance. Offensivhaltung. Oh. Okay. Keine Offensivhaltung. Und tschüss! Das war's! Okay. Achso, da geht's noch weiter. Vielleicht sollte ich mal ein anderes Schwert dafür anziehen. Oh, ich kann auch meine Fähigkeiten einsetzen. Es ist vorbei. Okay. Gut zu wissen. Das war's. Okay, machen wir einfach mal Zerstörung. Los geht's. Ach so, ich wechsle natürlich dann. Und tschüss. Okay. Jetzt machen wir Mutangriff hier in die Ecke. Vielleicht sollte man die einfach auslassen, ey. Okay, ich hab 10.000. Und tschüss. Ja, es gibt auf jeden Fall mehr Punkte. Okay, probieren wir nochmal die Zerstörung. Verschwende. Alter. Geschafft! 10.000 Punkte! Toll! Das war ja ein Kinderspiel für dich! Das hat Spaß gemacht, oder? Komm bald wieder! Eine Mokri-Medaille habe ich sogar bekommen. Nice! Meinst du, dass ich das... Du kannst immer zum Spielen kommen! Okay, ich muss... Gibt es immer eine Mokri-Medaille? Kann ich die ja hier farmen. Okay, aber ich will das magische Zahnrad haben. Deswegen probiere ich es mal. Aber... Zeig uns bald wieder, was du kannst. Vorher wechsle ich die Waffe. 30.000! Okay, was bekomme ich jetzt? Geschafft! Was war das Maximum? Ich glaube nicht, dass es 30.000 waren. Ich glaube 50.000, oder? Übung macht den Meister. Das stimmt doch, oder? Oh! Meinst du, das war's? Dass ich das du kannst immer zum Spielen kommen. Tatsächlich. Das war's. Aber. Aber wenn du nicht übst, wirst du auch nicht besser. Ich könnte jetzt rein theoretisch doch. Medaillen farmen, oder? Kundschaft, Kupo.
So. Ich brauche viele. Erstmal, ich habe 4 Stück, ne? Gut. Ja, ich würde sagen, dann muss ich... Ich brauche jetzt 20 Stück, ne? 17 Runden. So, ich habe die 20 Mogri-Medaillen zusammen. Und wir gucken uns mal an, was wir noch bekommen haben. Wir hatten ja das magische Zahnrad bekommen. Ein wundersames Zahnrad, das durch die Umwandlung von Magie in dynamische Kraft angetrieben wird. Ja. Und weiter. Was kannst denn du? Was hatten wir noch bekommen? Magischer Armreich, ne? Mit einem schlichten Muster, der Magie schützt, ja. Gucken, was gab's noch? Du kannst immer zum Spielen kommen. Ja. Mondsichel-Talisman, ah. Aber wenn du nicht übst, wirst du auch nicht besser. Ich hab 20 Runden gespielt, laber nicht. So. Gegenstände. Rüstungen. Wo ist er denn? Mondsichel-Talisman hatten wir schon mal. Na gut. Gucken wir uns an, was Eris damit so anfangen könnte. Nö. Magisches Zahnrad lädt beim Verbrauch von MP die Limitleiste auf. Oh. Cool. Das ist gut. Ja, Mondsee kennen wir ja schon, ne? Na gut. Dann wollen wir mal. Puh. Kaufen wir mal die letzten Sachen von ihm. Vielen Dank für den Besuch, Kupo. So. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Und einmal das. So. Was hast du zu sagen? Ich habe alles gekauft. Und? Schon etwas glücklicher, Kupo? Nö. Scheiß Kommunist. Herzlich willkommen im Mockshop. Das war's? Das... Oh. Erst mit Danke. Und du bist glücklich, Kupo? Naja, du. Ich nicht. Naja. Wir haben ja alles erledigt. Hauen wir mal ab. Zeit für die Main Quest. Haben jetzt hier genug Zeit vergeudet. Davon habt ihr alles gar nichts mitbekommen. Die Hälfte davon musste ich herausschneiden, weil es viel gelaufen war und Farmen. Naja. Kann man auch mal machen. So, aber sonst ist hier nichts mehr, ne? Oh, der Engel des Lamms. Ach Gott. Okay, es ist noch nicht vorbei. Eine Sache müssen wir noch machen. Das ist der traurige Mann, ne? Hallo? Darf ich kurz um Verzeihung bitten? Nein. Du bist nicht ganz zufällig dieser Alleskönner, oder? Nein. Doch. Mein Name ist Damon. Ich bin Reporter beim Blatt des Lebens. Zu euren Diensten. Blatt des Lebens? Das sind doch die, die ständig verleumderische Artikel über die Slums schreiben. Ich muss doch sehr bitten, junge Dame. Wir informieren die Menschen nur über die unschöne Realität in den Slums. Und stellen die Frage, wo soll das hinführen? Wie auch immer, wenn möglich würde ich denn Alleskönner gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Hast du schon mal vom Racheengel der Slums gehört? Dem Meisterdieb, dessen Identität niemand kennt. Er bestiehlt Personen, die mit Shinra in Verbindung stehen, schickt ihnen eine Ankündigung und durchbricht alle Sicherheitsvorkehrungen. Natürlich kennen wir den. Er stiehlt von den Reichen und gibt es den Armen. Er weiß, wie er sich das Wohlgefallen der Leute sichern kann. So viel steht fest. Aber Dieb bleibt Dieb. Er ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Ich habe mich der Enthüllung seiner Identität verschrieben. Das Problem ist nur, dass sich die Slumbewohner in der Sache wenig kooperativ zeigen. Seit sich herumgesprochen hat, dass ich Reporter bin, will sowieso niemand mehr mit mir reden. Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte dich darum bitten, Informationen für mich zu sammeln. Okay, warum heißt das der Engel des Slums? Doch anscheinend ein Arsch. So. Na gut, einfach nur Informationen sammeln. Laufen wir mal kurz hier rein, gucken mal, ob hier irgendjemand ist. Nein. Ja, mit wem soll ich denn reden? Weiß nicht, also wenn ich
tippen würde, dann mit einem Verkäufer. Soll mich hier umhören? Aber mit wem soll ich da reden? Achso, das Burgerhaus ist links. Ha. Das hier ist ja der Kindergarten. Ach, da war ich auch noch nicht drin, ne? Ich hab gehört, dass du dich hier da, tatsächlich. Und ich dachte, der Krieg wäre endlich Geschichte. Der Racheengel der Slums? Ihr schnüffelt seit kurzem so einen Reporter rum. Bist du etwa in seinem Auftrag hier? Ha! Selbst wenn ich was wüsste, ich sag nichts. Der Racheengel ist unser Held. Als würden wir ihn an Shinras Schoßhunde verkaufen. Hm. Guter Einwand. Daran erinnere ich mich gern zurück. Oh, Fragezeichen. Oh, guten Tag, Mireille. Schön, dich zu sehen, Aris. Hab schon gehört, dass du in Begleitung eines interessanten Herrn bist. Cloud, das hier ist Mireille. Sie weiß alles, was man über das Viertel wissen kann. Und das hier ist Cloud. Er ist Ex-Soldat und unglaublich stark. Hm, der könnte nützlich sein. Ich hab schon von dir gehört, Alleskönner. Die Kinder des Helmchenhofs sehen zu dir auf. Und jetzt bist du im Auftrag vom Blatt des Lebens unterwegs und suchst den Racheengel der Slums, nicht? Das stimmt. Ich liebe Gerüchte, musst du wissen. Was ich hingegen nicht liebe, sind aufdringliche Handlanger Shinras. Der Reporter und seine Story sind mir ziemlich egal. Ich will mehr über den Racheengel der Slums wissen. Das ist alles. Na, sieh mal einer an. Da ist wohl noch jemand dem Charme des Racheengels verfallen. Das passt gerade recht. Ich habe nämlich neue Informationen. Die muss ich mir aber noch bestätigen lassen. So lange musst du den Reporter vertrösten. Okay. Es soll einen jungen Mann geben, der allen in Not hilft. Weißt du noch, dieser... Wo kriege ich die Musik her? Oh. Tango of Tears. Habt ihr das gehört? Das war Clouds Titelsong. Du hast den Himmel gesehen? Sie ist der Racheengel. Und? Hast du was für mich? Kennst du Mireille? Sie hat gesagt, sie würde uns mit Informationen versorgen. Mireille? Die kennt doch jeder! Ich habe auch versucht, sie zu bearbeiten, leider ohne Erfolg. Wie seid ihr bloß an sie rangekommen? Tja, hatte wohl gerade gute Laune. Können Sie schon etwas zu der Information sagen? Handelt es sich um einen Augenzeugenbericht? Oder wurden irgendwelche Spuren gefunden, die... Nein, nein. Wir wissen, wo sein Versteck ist. Sein Versteck? Das wird ein Knüller! Wo befindet es sich? Auf einer Anhöhe, am Ende einer gewissen Nebenstraße. Ein gottverlassener Ort. Eine Anhöhe an einer Nebenstraße. Ich breche sofort auf. Aber mir ist noch etwas anderes zu Ohren gekommen. In letzter Zeit sollen auf dieser Anhöhe auch Bestien gesichtet worden sein. Wie bitte? Das sollen ganz schöne Brocken sein. Wild und angriffslustig. Ha, mein vollen Respekt, dass du dich dahin traust. Diese Information muss ich mir erst noch von einer verlässlichen Quelle bestätigen lassen. Meine Pflicht als Journalist. Sie verstehen doch sicher. Da hast du ja Glück. Den passenden Mann für die Aufgabe hast du schließlich schon. Nicht wahr? Aber natürlich. Ich brauche noch mal Söldnerunterstützung. Würdest du die Anhöhe für mich auskundschaften? Alles klar. Ich kann mir schon vorstellen, welche Anhöhe das ist. Ja. Das ist da. Das ist der letzte Ort, den wir noch nicht kennen, ne? Also abgesehen von dem hier. Ja. Da, wo ich Fragezeichen im Gesicht hatte. So, bevor ich jetzt weitergehe, eine kleine Sache noch. Wir müssen noch die Waffenmodifikation für unsere Nagelkeule machen. Vielleicht wird sie ja noch stärker, wer weiß. Nagelkeule Kern. Erhöht kritische Trefferrate. Oh, das klingt gut. Erhöht das Glück, was auch immer Glück ist. Ah, die Keule ist dazu da, um Sachen zu finden.
Erhöht TP-Maximum. Kritischer Trefferschaden, ja. Erhöht TP-Maximum. Wir gehen erstmal rüber. Oh, erweitere eins Materia-Slot, das ist gut. Materia-Slot, ja, das ist auch gut. Okay. Damit bin ich erstmal glücklich. Haben wir noch einen Materia-Slot? Schaden von normalen Angriffen. Bei niedrigen TP kritische Trefferrate. Oh. Die Waffe ist gar nicht mal so schlecht. So, wir gehen noch mal kurz auf die Eisenklinge. Nein, so wollte ich das nicht. Oh, neuer Baum. Aber das machen wir später, wenn wir sie wieder haben. Ich wollte Ausrüstung. Cloud. Wir gehen erstmal auf die Nagelkeule, wählen das hier aus. Dann gehen wir wieder auf die Nagelkeule und Materie übernehmen. So. Problem gelöst. Ich weiß zwar nicht, wo die Materie zu sehen ist. Vielleicht an der Spitze? Keine Ahnung. Ist einfach keine Materie zu sehen. So, testen wir die Waffe mal richtig. Ja, okay. Direkt verkackt. Ups. Ist gut, hast jetzt genug gegessen. Danke. Jetzt kommt der nächste an. Ja, ist nicht schlecht. Das war abzusehen. Ist okay. Ist zwar nicht so schön, weswegen ich sie wahrscheinlich sehr bald wieder ändern werde. Aber ich will sie auf 100% kriegen. Ach du Scheiße. Na dann, auf geht's. Wir müssen hier durch. Ja? Wir Gifthorn. Wuhu! Viel Spaß. Die geht doch nicht weg. Okay, ich darf nicht gegen den Stein hauen. Ach du Scheiße. Okay, analysieren wir ihn erstmal. Eisenkugel? Gifthorn? Nur kein Überm. Wirksames Blitz. Seine Schockleiste lässt sich normalerweise nicht füllen. Es wird jedoch schockanfällig, wenn du ihm eine bestimmte Schadensmenge zufügst. Seine Schockleiste füllt sich außerdem, wenn es dir gelingt, seine Eisenkugel mit Magieattacken zu treffen. Okay. Dann würde ich sagen, reicht es eigentlich schon, wenn ich den analysiert habe? Nein. Okay, analysieren wir halt, was ist Störung? Achso. Ach stimmt, das war das von meinem Knüppel hier. Analysieren wir die Eisenkugel. Achso, gehört einfach dazu. Okay, was war das Blitz, ne? Ja. Ja, geht da doch weg. Was stimmt mit dir nicht? Wie soll ich denn hier kämpfen? Okay, machen wir. Wobei, der ist mir gerade ein bisschen zu nah. Okay, Magie. Blitzra. Eisenkugel. Stromschlag. Flieg! Ach, deswegen. Ah, ich verstehe. Blitzableiter und so. Okay, Magie. Blitzra gegen die Eisenkugel. Dann wechseln wir mal. Ich tue, was ich kann. Und dann setzen wir einfach Gebet ein. Unterstützen wir Cloud. Greifen die Eisen. Nee, doch, die Eisenkugel kann ich angreifen. Was geht los? Na? Sieh genau her. Na? Oh, jetzt hat er es aber auf mich abgesehen. Oh oh. Ich habe ein kleines Problem. Weißt du, was ich gehe hier durch? Das tut richtig weh! Ach du Scheiße. Es geht wieder! Okay. Weiter Gebet. Hier. Hehe. Okay, Cloud. Mach mal Magie, Blitzra
gegen die Eisenkugel. Es geht los. Na? Eigentlich ein einfacher Kampf. Ab mit dir. Ich muss einfach nur hier stehen. Cloud macht sein Ding. Ich mach mein Ding. So, jetzt gucken wir mal, was ich so noch machen könnte. Führt einen magischen Flächenangriff auf Gegner im Wirkungsbereich aus. Ja, gut. Entzieht dem Gegner MP. Dann machen wir das mal. Leihst du mir das mal kurz? Aha, ich verstehe. Dann kann ich meine MP wiederherstellen. Lol. Lauf, Aerith, lauf! Cloud ist gerade beschäftigt. Er kommt direkt auf mich zu. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich ihr alles in die Hand gebe, mit Blitzra und so weiter und so fort, kann sie das für mich machen und dem Gegner gleichzeitig noch MP abziehen, wenn ich sie denn häufig benutze. Hör auf, mir hinterher zu laufen! Was ist denn los mit dir? Hallo? Ah, geht doch. Aber machen wir auch mal ein bisschen Magie, ne? Hier machen wir Eisra. Bringt ja jetzt nicht so viel, aber... ist okay. Kurz und schmerzlos. Genug. Los geht's. Und bam! Und bam! Und bam! Neuer Versuch. Okay. Das war's dann. Hui. Dann nochmal. Nicht gegen die Eisenkugel. Was soll das? Das war dumm. Das ist nicht gut. Ich leg los. Müsste gehen. Machen wir Gebet. Hey. Auf. Ah, damit lade ich auch die MP von meinen Leuten auf. Das ist cool. Na, warte. Und ab mit dir. Na gut. Machen wir wieder so weiter, bis Cloud wieder Leben hat. Ah, alles klar. Machen wir ein bisschen mehr. Okay, Gebet. Und los. Bezieh dich. Was willst du schon wieder von mir? Ich bin unschuldig, ich bin nur ein Mädchen. Hilfe! Cloud, beschütze mich! Los geht's! Das wollte ich nicht. Ich wollte Gebiet machen. Überlass das ruhig mir! Oh, Cloud ist am Limit! Oh. Los. Ich habe mir den Kampf ehrlich gesagt schwerer vorgestellt, aber gut, ich bin nur hier und heile die ganze Zeit. Los geht's. Ja, ja, mach ihm ruhig mal Schaden. Kein Problem. Dann teilen wir einfach wieder. Aha, hui. Na, geht dir das auf den Sack oder was? Ne? Ich glaube schon. Ich glaube, dem geht das tierisch auf den Sack, dass wir unsterblich sind. Und los! Gegen die Eisenkugel! Na komm doch her! Au! Das war geplant. Das war gar nicht nett! Jetzt habe ich nicht mein Limit. Heilende Winde. Umfange uns mit deiner heilenden Kraft. Yeah. Es ist nicht gut gerechnet, war Junge. Ich mache jetzt einfach weiter. Und los. Au. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal ein Gebet machen. Hier. Oh, guckt ihn euch an, den armen Kerl. Er ist kaputt. Na dann, sehen wir uns erst einmal um. Was haben wir denn hier? Warnung des Racheengels. Besten Dank im Namen der Armen dieser Stadt. Der Racheengel der Slums. Eine Nachricht des Racheengels? Das scheint alles gewesen zu sein. Lass uns zurückgehen. Ja. Das war einfach. Es hat zwar lange gedauert, aber war einfach. Wenn ein riesiger Gegner, gut, dann stehe ich halt mit Aerith
daneben und macht die ganze Zeit Heilung. Ah. Bosskämpfe könnten einfach werden, wenn ich ignoriert werde. Ich habe so ein Gefühl, dass wir den Engel des Lamms und sein großes wildes Viech nicht zum letzten Mal sehen und dass wir denen noch einmal begegnen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und zwar morgen. Haut rein, ciao.